Ja, so, hallo und willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich möchte einmal kurz den neuen Fiesta 2018 vorstellen. In der Ausstattung Cool und Connect mit der 1,1 Liter Maschine und 85 PS. Ich habe mir die Frage gestellt, ist dieses Auto auch reisetauglich? Die Antwort findet ihr am Schluss des Videos. So, wir sind mit dem Fiesta 3 Tage unterwegs gewesen in einem kleinen Kurztrip nach Holland rüber. Wir haben dort verbraucht bei 821 Kilometer waren das, glaube ich, haben wir verbraucht einen Durchschnitt von 5,8 Liter. Und wir sind nicht gerade langsam gefahren. Das heißt, Endgeschwindigkeit habe ich noch nicht getestet, weil das Fahrzeug hat jetzt erst 977 Kilometer runter. Aber man kann sagen, Ford hat hier mit dem Auto eine echte, von meiner Sicht aus, Granate im Kleinwagenbereich geschaffen. Hier haben wir dann noch die kleine Menüführung, was man noch aufrufen kann. Hier haben wir zum Beispiel das Fahrerassistenzsystem oder Spurhaltesystem. Hier kann man den Modus noch ändern. Warnung, nur Eingriff oder Warnung und Eingriff. Wir haben das Auto gefahren mit Warnung plus Eingriff. Und man kann sagen, dieser Spurhalteassistent funktioniert einwandfrei, sehr zuverlässig. Nur man sollte sich mit diesem System dann auch bitte vertraut machen, damit man weiß, wie das Fahrzeug reagiert, wenn der Spurhalteassistent aktiv wird. Hier haben wir nochmal Navigation, Radio kann man einstellen, Telefon haben wir jetzt nicht verbunden. Hier gibt es nochmal verschiedene einzelne Einstellungen. Da will ich aber jetzt nicht so genau drauf eingehen, weil da gibt es genug andere Videos. Eingehen möchte ich noch ganz kurz zum Schluss auf das Navigationssystem und auf die Rückfahrkamera. Also das Navigationssystem hat in dem Sinn überzeugt, dass man also wirklich sagen kann, es berechnet die Routen schnell, eine sehr gute Routenführung und sehr zuverlässig. Eingestellt haben wir das natürlich auch Karteneinstellung, haben wir 3D-Stadtmodell gewählt, Fahrstreckenmarkierung haben wir an, Sonderziele haben wir natürlich ausgemacht. Hier haben wir jetzt Routeneinstellung und hier gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten, schnellste, kürzeste und die Eco-Route. Wir haben alles ausprobiert, die schnellste ist auch nicht schlecht, aber wenn man jetzt in eine größere Stadt reinfährt, von der Autobahn runter, so hat sich die Eco-Route auf jeden Fall als das Optimale herausgestellt. Hier können wir dann noch dynamische Routenführung haben wir natürlich auch gewählt. Autobahnmeilen, Mautstrecken und. Ja, was gibt es sonst noch zum Navigationssystem zu sagen, außer dass es sehr zuverlässig ist? Die ganze Menüführung ist relativ einfach. Man kann die Zieleingabe auch über die Sprachsteuerung machen. Ein Kommando bitte. Adresse suchen. Nennen Sie die Stadt, gefolgt von der Straße und der Hausnummer. Wenn Sie in einem anderen Land suchen möchten, sagen Sie Land ändern. Hannover, Seifeldstraße 5a. So, und schon haben wir hier... Wenn Sie bereit sind, betätigen Sie die Sprachtaste und sagen Sie als Ziel einstellen. Oder sagen Sie ändern. Oder wir drücken hier auf Start. Aber wie gesagt, er hat das sehr schnell gefunden, Seifeldstraße 5 in Hannover. So, da gehen wir jetzt zurück. Und jetzt möchte ich euch zum Schluss noch ein super Feature zeigen. Und zwar ist das die Rückfahrkamera.
meiner Meinung nach sollte man darauf nicht verzichten. Die kostet als Zubehör, ich glaube, 240 Euro oder so. Aber ist schon ein großer Sicherheitsaspekt beim Ausparken. So, mein Fazit zum neuen Ford Fiesta 2018. Wir haben das Vorgängermodell auch schon gefahren. Damit konnte ich mich überhaupt nicht anfreunden. Mit dem 2018er Modell ist Ford wirklich im Kleinwagensegment, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, eine kleine Granate gelungen. Das Auto ist vom Handling her, vom Komfort her, echt super. Wir sind in 3 Tagen über 800 Kilometer gefahren, haben dort einen Durchschnittsverbrauch gehabt von 5,9 Liter. Ich würde mit diesem Auto auch eine Strecke, sage ich mal, von hier bis nach München, das sind roundabout 650 Kilometer fahren, was ich mit dem Vorgängermodell nicht gemacht habe. Alles in allem, Daumen hoch für den neuen Ford Fiesta.